Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Wir sind hier immer noch in der Domäne des Mogros oder Mogus oder wie die hieß. So in Labyrinthion. Und suchen immer noch den zweiten Schlüssel. Wo auch immer der ist. Ich hoffe, der ist hier bei diesem Gespenst, der hier sein soll. Die Ruckler sind aber auch. Ja, Level up, nice. Endlich. 4 Punkte, okay. Oh, hier sind wir jetzt nur. Oh, der hat mir hier Schaden gemacht. Scheiße, die Dinger sind weg. Ja, was machen? Oder die werden nicht mitgezählt. Dafür kann auch sein, dass das meine Basiswerte sind und diese beiden Gegenstände vielleicht das hier erhöhen. Wäre auch möglich. Ich würde sagen, aber Agility machen wir mal, weil to hit und to defend, das bedeutet, glaube ich, wenn wir in der. Ja, hier haben wir jetzt was mehr. Nice. Warte mal. War hier nicht gerade plus 5? Und jetzt plus. Okay. Ich würde sagen, wir packen die mal hier hin. Dann sind wir da definitiv stärker. Nice. So. Ah, können wir nicht mehr tragen. Okay, ist. Ist dann halt so. Dann, ah, jetzt tragen wir die wieder. Und hier ist wieder. Ah, okay. Also lag ich vorhin richtig. So, da können wir droppen. Ja. Ah, die sind jetzt auch blau. Nice. Haben wir jetzt einen blauen mehr. Den legen wir weg. Dolch legen wir definitiv weg. Die sind nichts wert. Ein Dollar immer. Oder ein Goldstück eher. Nicht ein Dollar. Den schmeißen wir weg. Den schmeißen wir weg. So. Sonst haben wir hier, glaube ich, nichts mehr. Hier haben wir noch 78. Dann können wir die Dinger hier auch mal mitnehmen. Ja. Ich glaube, wir müssen da hoch. So, Shift J. Der Troll ist regenerating. Irgendwo haben wir wieder einen Troll. Hier gehen wir mal nicht hin. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich in Richtung Troll. Glaube, ich heile mich auch mal, weil. Ich habe so ein Gefühl, seitdem wir hier gelb sind, sinkt unsere Gesundheitsanzeige auch sehr, sehr schnell. Da haben wir den Troll. Aber der kommt nicht an uns ran. Nice. Bitte sag mir, da ist nicht noch einer. Doch. Da ist der. Okay. Aber wir stecken hier gerade fest. Hallo. So. Okay. So, dann haben wir hier Bracel Longsword Elvens. Der hat sich gerade bewegt, hier, der hier. Der hat nichts. Müssen wir vielleicht zu dem Troll da hinten? Oh, woher kommt der jetzt? Hat er sich auch regeneriert oder was? Der hat nichts. Sind Trolle so, dass die sich so heilen können? Egal. Geh drauf. Schnell wieder heilen. Wie konnte das denn jetzt passieren, ne? Daikata. Scheiße. Schnell den ganzen Loot wieder, den wertlosen Loot weg. So. Ja. Den droppen wir mal. Und den droppen wir mal. Den Elm Longsword würde ich vielleicht noch lassen. Bleib liegen. Nein. Das hier. Bracelet und Daikatana.
Dann gehen wir mal hier hin. Und hoffen, die stehen jetzt nicht nochmal wieder auf. Okay, müssen wir da runter? Ich glaube schon. Dann gehen wir mal da runter. Ja, hier ist wieder eine Spinne. Oh, ein paar mehr. Hallo. Sind die beide tot? Ja. Ah, noch ein Schatz. Gold, nice. So, dann heißt es jetzt wahrscheinlich, entweder sind hier, hier oder hier in der Ecke. Bei dem war das ja hier irgendwo. Dann vermute ich, dass die das wahrscheinlich so gemacht haben, dass es wahrscheinlich eher hier oben ist, oben rechts. Vor allem hier ist ja noch Lava, das heißt, dann muss es da wahrscheinlich sein. Aber wir wissen es ja noch nicht. Ich würde sagen, wir gehen da aber trotzdem noch hoch. Ja, nicht runterfallen. So. Und dann müssen wir hier nach Norden. Dieser Ruckler. Toll, jetzt hängt ihn. Ah, doch nicht. Kennen wir das hier schon? Ich glaube nicht. Ne. Oh, wo kommt der Troll jetzt her? Hier jemand anderem auf dem Sack. Der hat nur einen Stab. Einmal kurz schnell heilen. Ich hasse Trolle. Vor allem die regenerieren einfach immer wieder und immer wieder. So, ja, okay. Wir waren in dem Raum noch nicht, das heißt, wir gehen jetzt nochmal zurück. Versuchen, in den Raum zu kommen. Oder war hier die Tür? Ne, hier war die nicht. Und der Troll steht bestimmt... Nein, der ist weg. Will ich auch hoffen. Ah, da sieht's nach einem... Hat kurz gedacht. Da ist Geister. Hallo. So, und Plate Boots können wir nicht mehr tragen. Dann scheiß ich drauf. Wir müssen ja nicht alles mitnehmen. So, dann. Hallo. So. Ah, wir haben es gefunden. Oder? Nee, wir sind einfach nur wieder hier zurück. Scheiße. Ja, habe ich mich vertan. Habe ich mich geirrt. Aber dann einfach weiter nach Norden. Oder ich hätte... Ja, komm, wir gehen den Weg hier so querfeld ein. Hier jetzt rechts. Hier haben wir nochmal Gold. Longsword. Können wir nicht mitnehmen. Ah. So, wo müssen wir jetzt lang? Süden. Ist das ein Grafikfehler oder? Oder gehört das so zum Spiel dazu?
Wo sind wir jetzt überhaupt? Ich würde sagen, wir gehen mal hier hoch. Und dann Richtung Norden. Und hier weiter geradeaus, genau. Und dann noch mal weiter nach Norden. Bitte sag mir, dass hier kein Lava ist. Hier ist kein Lava. Ne, hier laufe ich jetzt komplett falsch. Hier richtig? Auch nicht? Nee. So. Bin ich auch wieder falsch. Da muss ich hin. Und von da Richtung Süden. Nochmal schauen. Wo bin ich jetzt? Genau, hier jetzt nach rechts. Hier geradeaus. Beziehungsweise hier. Genau. Und dann müsste es hier. Ja. Ja. Ah, okay. Und Bracers. Ah. Schauen wir mal, was wir droppen können. Dann. Bracers sind schon eher so magische Gegenstände. Ja, dann ist die Frage, schmeißen wir den Daikatana weg oder den Elven Longsword? Komm, wir schmeißen beide weg. Nein, den Schatz will ich. So, die Bracers. No. Ah, hier sind wir auch richtig. Ich würde sagen, hier noch einmal kurz ein Safe Game machen. I am Brother Mogrus, the shade of this hall. Cursed to its length from beginning to end. Find me, the answer, and a door will I call. Fail me but once, and your heart will I rend. More beautiful than the face of your god, yet more wicked than a demon's forked tongue. Dead men eat it all the time, live men who eat it die slow. Schöner als das Gesicht Gottes oder eures Gottes soll das, glaube ich, heißen. So von der Ingame-Welt, die Götter, nicht unsere realen Götter oder Gottheiten oder so, oder Gott, Allah, wie die alle heißen. Sondern von der Ingame, von der Fantasy-Welt hier, die Götter. Und als kleiner Disclaimer. Yet more wicked than a demon's forked tongue. Dead men eat it all the time. Also tote Menschen essen das die ganze Zeit. Live men who eat it die slow. Also lebende Menschen, welche das essen, sterben langsam. What is the answer, mortal? Kam diese Frage nicht auch schon mal bei The Hobbit oder so, die Verfilmung vor? Dieses Rätsel, das Bilbo mal mit Gollum gemacht hatte, wegen dem Ring, unten in dieser Höhle, in diesem Dungeon?
Ich glaube, ich weiß die Antwort. I have been a fool, perhaps a mad wizard's tool. Yet after untold ages, I am at least last free. In the cell next to this lies your reward, the diamond key. Nice. Wir haben den Diamantschlüssel. Wenn wir den... Ja. Dann würde ich sagen, hier noch einmal kurz ein Safe Game machen. Und den Weg wieder zurückfinden. Das heißt... So, was ist der kürzeste Weg wieder zurück? Eigentlich, wenn wir hier jetzt rechts... Ne, das wäre mir zu kompliziert hier. Dann am besten lieber hier links, hier raus, hier nach Norden, so. Und dann hier, soweit es möglich ist, nach Süden. Und dann hier wieder Westen und dann Süden und dann die erste Tür. Ja, machen wir so. So. Jetzt hier so weit nach Süden wie möglich, glaube ich, war das. Genau hier. Ja, genau hier war schon so weit Süden wie möglich. Und jetzt südlicher geht es nicht mehr. Das heißt dann hier hin. Hier haben wir wieder den hier. Ja. Genau, durch die Tür noch und dann wieder Süden und die erste Tür. Da haben wir die Tür. Und dann geht's wieder hoch. So. The Domain of Mogras. Ja, jetzt dürfen wir auch noch mal den Weg zurückfinden. Obwohl, ist nicht schwer, ist nur hier. Gegen die Spinne noch mal. Oh, hier ist noch eine. So, Potion of Healing. Und dann hier entlang. Und dann wieder hier. Hallo. Oh, nein. Nein, nein. Ich hasse das, wenn die Spinnen das machen. Kann nicht kämpfen gerade. Ich bin paralysiert hier, gelähmt. Da. Als Spinne. Und hat auch nichts mit. So, dann haben wir jetzt auch beide Schlüssel. Ich würde sagen, hier machen wir auch noch mal ein Safe Game auf die. Hier machen wir auf die 2. You open door with a diamond key. Nice. So. Ah. Hallo. Ach, ich bin paralysiert. Scheiße. Kann nichts mehr. Ah, jetzt. Ach. Ich hasse diese Spinnen. Komm. Boah, die Ruckler sind auch gerade echt heftig. So. Oh, diese Dreckspinnen. Der ist tot. Und hier ist auch noch mal eine. Ich glaube, die ist auch tot.
So, bitte sei tot. 7 Gold immerhin. Und hier auch nochmal 7 Gold. So, dann können wir hier jetzt eben ganz schnell ein Safe Game machen. Ach, krass. So weit nach Norden ging das hier. Oh, diese Spinnen. So, nochmal heilen. Digga. Die Heiltränke gehen mir manchmal auch echt auf den Sack. You open door with the Sapphire Key. Nice. So, und jetzt? Here lies the final portal, the doorway to life. What force and strength cannot get through, I with a gentle touch can do. And many in these twisted halls would stand, were I not as a friend at hand. Answer. Was? Was Macht und Stärke, glaube ich, nicht können heißt das. Ich glaube, das heißt nicht können. Also ich, with a gentle touch, can do. And many of these twisted halls would stand, were I not as a friend at hand. Boah. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Was Macht und Stärke nicht können. Ich komme nicht drauf. And many in these twisted halls would stand, were I not as a friend at hand. Die anderen beiden, die waren deutlich leichter, fand ich. Beziehungsweise bei dem einen kam ich direkt drauf, bei dem anderen, bei dem ersten, musste ich schon ein bisschen mehr überlegen, aber hier. Oder wartet mal, ich übersetze mir das einmal komplett über Google Übersetzer auf Deutsch. Wartet mal eben, Moment. So, ich habe hier eine 1 zu 1 Übersetzung von Google Translator gemacht. Auf Deutsch übersetzt, vom laut ich über ich lese das 1 zu 1 vor, wie es beim Google Übersetzer hier jetzt steht. Das würde bedeuten, nämlich, was Kraft und Kraft nicht durchdringen kann, kann ich mit sanfter Berührung tun. Und viele würden in diesen verwinkelten Hallen stehen, wo ich nicht als Freund zur Hand bin. So, beziehungsweise, ich würde das eher, was Kraft und Stärke nicht durchdringen kann, eher übersetzen, aber ich komme da nicht drauf. Ich würde sagen, vielleicht wäre das eine Falle, also Trap. You hast answered in haste and truly erred. Also war das falsch. Okay. This will not the right answer. Versuchen wir es noch einmal. Dann würde ich sagen, Enemy. Oh. Hier sind Z und Y vertauscht. Enemy. You have answered in haste and truly erred. War auch nicht richtig.
Ich bin gleich wieder da. So, laut der englischen Komplettlösung, die ich dazu gefunden hatte, wäre die Antwort Key. So. Oh, fuck. Ja. Wir haben den Stab aber. Ich würde vorher nochmal ein Safe Game machen. Auf die 2. Und dann haben wir jetzt den zweiten Stab. The second piece of the Staff of Chaos burns brightly with cold fire as it touches the first piece. They melt together perfectly. Nice. Das heißt, wir müssen jetzt eben ganz schnell versuchen, hier wieder rauszukommen. Und dann nach Süden. So. Nice. Ja, habe ich jetzt auch nicht mehr geschafft zu lesen, aber will ich jetzt auch nicht. Ich will hier jetzt raus, bevor ich jetzt von irgendwas attackiert werde, was mich davon abhält, rauszukommen. Ja, achso, das war das, was zu den beiden Brüdern war, die hier feststeckten. So, aber da geht's jetzt endlich raus. Und wir haben Labyrinthion abgeschlossen. So. Hier haben wir Labyrinthion. Nächste wäre Dunpa Wall. Das wäre 3 Tage würden wir brauchen. The Village of Dunpa Wall in Skyrim Province. Ja. Ich hoffe, wir werden das auch überleben, weil wir mittlerweile erkrankt sind. Considering your condition, you may not survive this journey. Do you wish to attempt the journey? Ja, möchte ich trotzdem. Ich hoffe, wir überleben es. Ja, und wir haben es überlebt. Nice. So. Ah, geil. Erlichter Tag. Und jetzt ganz schnell irgendwas finden, damit wir uns heilen lassen können. Moin. Du, sag mal. Wer ist nearest temple? You will find that northwest of here. Okay. Northwest. Kommen wir an dem Ding nicht vorbei? Wir brauchen jetzt ganz, ganz dringend einen Tempel. Wenn wir keinen finden, kann es sein, dass wir drauf gehen. Oder sind das hier die Tempel? Ne, da hinten. Ne, das ist Magiergilde. Das ist eine Magiergilde, aber das ist ein Tempel. So, und schnell rein. So. Wir müssen uns kurieren. Diseased. Ja. Und wir haben nichts mehr. Nice. Wir sind wieder geheilt. Das heißt, wir werden den Rest hier noch überleben können. Geil. Dann würde ich aber sagen, den Rest verkaufen wir mal in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.